Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich Geburtstag, wenn ihr das Video seht. Ich werde 34 Jahre alt und ich möchte gerne mit euch einen Look schminken. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich könnte mir auch für dieses Video keinen besseren Kooperationspartner als Purish vorstellen, denn ja, ich habe von heute, von meinem Geburtstag an bis zum 31. Mai, den Code BDAYCLAUDI. Damit bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Schaut super gerne mal vorbei, die haben ja wirklich alles dort. Ich habe auch alle Produkte hier in der Infobox verlinkt und das sind auch alles Produkte, die ihr bei Purish kaufen könnt, aber es ist ein Shop My Stash. Das heißt, ich habe hier nichts Neues, das sind einfach Produkte, die ja in meiner Sammlung sind und die ich mag. Genau. Und ja, 34 Jahre, Leute, ne? Also ich habe letztens noch, ich starte mit einem Primer von Danessa Myricks, das ist der Yummy Skin, das Glow Serum. Ich habe letztens noch mit meiner Mama zusammengesessen. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie meine Geburt so verlaufen ist. Nein, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, keine Sorge. Aber es muss wohl sehr fancy gewesen sein, um das mal so zu sagen. Ich kann euch auch zwischenzeitlich vielleicht mal das ein oder andere Bild einblenden. Es ist so, dass meine Mama wollte, dass ich so langsam rauskomme. Und tatsächlich war vor 34 Jahren auch der 22. Mai ein Montag, sodass der 21. Mai ein Sonntag war. Und ich habe mal wieder etwas auf mich warten lassen, wie das halt auch im regulären Leben tatsächlich bei mir sehr lange so der Fall war. Und ja, dann sind meine Eltern mit meinem kleinen Bruder und ja, Mama halt hochschwanger, ne, spazieren gegangen. Es nannte sich Dörenter Klippen bei uns. Wer aus der Region hier kommt, weiß, was das heißt. Also das ist schon derbe. Und meine Mom hat dann auch den Kinderwagen geschoben, weil sie einfach wollte, dass ich so langsam komme. Und dann ist in der Nacht die Fruchtblase auch irgendwie wohl geplatzt. Und letztendlich bin ich dann am 22. Mai um 17.24 Uhr auf die Welt gekommen. Ich war ein kleiner süßer Drops, hatte schöne dunkle, schwarze Haare. Das sah echt süß aus und muss ich wirklich sagen, ne? Eigenlob stinkt, aber tatsächlich ist das so der Fall. Ja, das ist jetzt hier die Ilia True Skin Serum Foundation, richtig toll, in der Farbe Sable. Damit habe ich auch die liebe Sarah Isabel angefixt, als sie hier mal war und wir zusammen das Hashtag Ungeschönt Video gedreht haben. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann irgendwann, ne, bin ich geboren worden und ich war wohl auch ein Baby, was einfach war. Also tatsächlich hatten meine Eltern es ganz gut mit mir. Und das ist tatsächlich auch sehr vergleichbar mit dem, wie Julius ist. Also Julius ist ja auch ein wundervolles Baby, was, ich klopfe auf Holz, schön, gesund, schläft. Also gesund, er hat einen gesunden Schlaf und er ist ein gesundes Baby. So super gesund war ich damals tatsächlich leider nicht. Also ich bin mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Der musste nicht operiert werden, aber meine Eltern waren natürlich, ja, sie hatten Angst um mich, ne? Weil ich hatte ein Löchlein in meinem Herzen, was dann letztendlich von alleine zugewachsen ist. Aber sie hatten große Angst um mich, vor allem wenn jungen Eltern das dann gesagt wird. Das ist auch vollkommen verständlich. Ich würde also durchdrehen, wenn ich das über Julius hören würde. Ja, auf jeden Fall war ich ja sehr zufrieden wohl immer und ich hatte ja auch einen großen Bruder, den ich dann immer beobachten konnte und wo ich auch sehr, sehr viel von lernen konnte. Habe aber, so wie eigentlich auch wirklich lange in meinem Leben, ein sehr chilliges Gemüt gehabt. Jetzt habe ich hier den Close-Up-Concealer von Nabla in der Farbe Light Ivory. Eigentlich wollte ich hier nur so ein ganz generelles Schminki machen und trotzdem quatsche ich jetzt so irgendwie vor mich hin. Auch mal fancy, oder? Mal gucken. Ja, wo war ich? Genau, also ich war, ich habe sehr viel geschlafen, ich war sehr ruhig und hatte die ein oder andere Kinderkrankheit. Das, was mein Papa mir immer wieder erzählt, was er ganz, ganz schlimm damals fand, war eine Bindehautentzündung, wo der mir dann irgendwann auch richtig so die Haut von den Augen abziehen musste und so. Und da war ich wohl wirklich winzig klein und das muss wohl nicht so cool gewesen sein. Also ich erinnere mich daran, als letztens Julius einfach nur so ein Krümel im Auge hatte und ich versucht habe, den halt rauszunehmen, dass ich schon gedacht habe, oh mein Gott, ich will das kleine Kind nicht kaputt machen, ne? Und ja, wie schlimm muss das dann damals für meine Eltern gewesen sein? Ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mir letztendlich auch eine sehr unbeschwerte Kindheit beschert haben und das alles so gemacht haben, wie sie es gemacht haben.
Also vor allem rückblickend betrachtet, die ein oder andere Zeit in meiner Pubertät ist natürlich etwas rebellisch gewesen. Ne? Naja, ich war auf jeden Fall das kleine Mädchen dann im Haus und wir haben ja mit meinen Großeltern auch zusammen gewohnt. Ja, und meine Oma hat sehr, sehr viel auf uns aufgepasst, sodass meine Mama auch dann ihrem Job nachgehen konnte. Das ist ziemlich witzig, weil da gibt es wirklich viele Parallelen. Hier habe ich von Dominique Cosmetics die Everlasting Eye Base, die ich jetzt verwende. Und zwar ist es ja bei mir auch so, dass ich ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, ne? Dass ich sage, Mensch, ich möchte schon ganz gerne, auch wenn ich Mama bin, weiterarbeiten. Hello, here we are. Und genieße das auch sehr. Und genauso hat meine Mama das auch genießen dürfen. Natürlich hatte sie als Lehrerin viel mehr Freiheiten, aber trotzdem wollte sie ja ihre Kinder auch gut betreut wissen. Und da war meine Oma dann Gott sei Dank für uns auch da. Und die hat auf uns aufgepasst. Die hat auch generell immer wieder auf andere Kinder auch so aufgepasst. Also sie war im Prinzip so eine Art Kinderfrau bei uns im Dorf. Und ja, also da war bei uns halt immer irgendwie was los. Und meine Oma hat es auch geliebt, mich immer in irgendwelche Kleidchen und so zu stecken. Also ich war da in meiner jungen Kindheit auch immer so ein kleines Prinzesschen, hatte auch natürlich als Berufswunsch immer den großen Wunsch, Prinzessin zu werden. Hatte das in sämtliche Freundesbücher reingeschrieben, sofern ich dann schreiben konnte. Jetzt habe ich hier von Dominique Cosmetics das Ultra Hydrating Fine Mist. Ich weiß nicht, ob es das noch bei Purish zu kaufen gibt. Auf jeden Fall war das ja irgendwie wirklich wie aus dem Bilderbuch. Ne? Meine Eltern haben uns alles geben können, im Prinzip, was man geben konnte. Und ja, das war halt so ein bisschen als trauriges Schwert über uns schwebte, war halt, dass mein Opa zu dem Zeitpunkt, also Mamas Papa, sehr krank wurde. Beauty Bakery habe ich jetzt hier, das Flower, das lose Puder. Ich gebe mir nämlich gerne immer loses Puder unter die Augen und gepresstes Puder über mein komplettes Gesicht. Das muss man nicht machen. Ich mache das ganz gerne einfach so. Auf jeden Fall, ja, war das dann so, dass mein Opa sehr schwer krank wurde und ich auch leider meinen Opa immer nur im Rollstuhl in Erinnerung habe. Und ich habe ihn auch nie wirklich kennenlernen können als Menschen. Also, dass man jetzt irgendwie mal mit ihm irgendwie sprechen konnte. Denn der hatte eine ganz schwere Krankheit, sodass dann auch wirklich ein Teil von seinem Schädelknochen wegoperiert wurde und auch von seinem Gehirn ja auch in dem Sinne. Und ja, das ist jetzt sehr privat, aber so ist das leider damals gewesen. So konnte er dann auch wirklich nicht sprechen. Also ich habe meinen Opa nie sprechen hören. Und er konnte sich auch nicht wirklich bewegen. Das ist ziemlich schade. Also der saß immer im Rollstuhl. Auch die ganzen Kinderfotos, die ich mit ihm habe, sind im Rollstuhl. Mamas Mama habe ich nie kennengelernt, also meine Oma mütterlicherseits, weil die schon sehr, sehr früh verstorben ist damals an Brustkrebs. Deswegen ist bei uns alles, was so das Thema Krebs angeht, ein sehr, sehr trauriges, wichtiges Thema in der Familie. Ja, jetzt verwende ich von Nabla das Close-Up Powder. Ja, so war das alles, ne? So, irgendwas wollte ich gerade erzählen, aber ich habe es natürlich vergessen, weil ich mich hier überhaupt nicht darauf vorbereitet habe, dass ich überhaupt so viel quatsche. Guten Tag. Ja. Es war auch eine ganz schöne Geschichte, dass wir halt auch sehr viel von meiner Oma väterlicherseits lernen konnten. Also sie war damals passionierte Handarbeiten-Dame, also die konnte richtig gut nähen. Die hat auch so eine coole Nähmaschine, wo wir nie dran durften. Aber wir waren immer mit am Tisch. Und dann war der ganze Tisch voll mit Stoffresten und Knöpfen und mit Garn und alles richtig cool. Und dann haben mein Bruder und ich halt auch sehr früh wirklich gelernt zu nähen und auch selber mit den eigenen Händen was zu erschaffen, was richtig cool war. Und dann habe ich natürlich am Anfang mit Unterstützung von Oma, aber dann immer mehr auch selber so Kleidchen für meine Puppen genäht und ganz später Kleidchen für meine Barbies. Hier habe ich jetzt den Butter Bronzer von Physicians Formula. Und ja, das war richtig cool. Auch Kuscheltiere habe ich selber genäht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es gab damals so Backpapier und auf diesem Backpapier waren eigentlich für so
Plätzchen oder Kuchen, so Bärchen drauf und Enten und hast du nicht gesehen. Und ich verwende von Linda Haberberg das Pinselset übrigens auch. Und das haben wir dann verwendet als Vorlage für die Stoffe und haben dann anhand von den Dingern Kuscheltiere genäht oder halt auch so, ja doch, Kuscheltiere waren das, ne? Sowohl für uns als auch für dann meine Puppen. Und das war echt toll. Und wir hatten auch immer Haustiere. Ach, das war auch immer toll. Also ich bin, als Baby hatten wir einen Hund. Er hieß Tobi. Das war ein Dackel. Der hat aber nicht so lange gelebt. Ich glaube, als ich im Kindergarten war, ist der leider verstorben. War ein ganz toller Hund. Wirklich. Also der hat uns auch wirklich... Ja, der hat auf uns aufgepasst, ne? Also wenn, Mama hat das auch erzählt, wenn dann andere Leute sich dem Kinderwagen genähert haben, hat er die angeknurrt und so ein kleiner Dackel, muss man sich vorstellen, richtig süß. Vielleicht finde ich sogar noch Fotos, die ich euch einblenden kann, ich weiß es nicht. Und ja, Tobi war toll. Ich weiß noch, also zu uns Kindern war der super, zu anderen war der dann irgendwann ganz schön biestig. Und ich weiß noch das Gefühl, das habe ich immer noch in meinem Kopf, wenn Tobi dann sich so, also wenn er zu uns gekommen ist und wir ihn gestreichelt haben, wir durften ihn streicheln, andere durften ihn nicht streicheln. Und ich dann so meine Füße unter seinen Bauch gemacht habe und er ja stand, ne? Und ich dann mit meinen Füßen das Bauchfell von ihm so berührt habe. Das war so ein schönes Gefühl. Also mit nackten Füßen ans Hundefell. Das mache ich bei Sammy übrigens auch immer noch ganz gerne. Von Luna Beauty habe ich hier die Nude Prism Blush Palette. Die möchte ich gerne jetzt heute verwenden. Und dann nehme ich den Ton Peachy. Das ist dieser hier. Genau. Ja, und das war ein richtig süßer Herzenshund. Genau, das war das erste Haustier, was wir hatten. Als Tobi dann irgendwann nicht mehr war, hatten wir... Fing das, glaube ich, tatsächlich an mit, ich weiß nicht, ob da erst... Doch, die Kaninchen, die waren zuerst. Also zuerst hatten wir Kaninchen, Benjamin und, wie ist der andere nochmal, Timo oder so? Weiß ich gar nicht. Wir waren jetzt nicht so super kreativ. Wir haben, wie, glaube ich, alle Kinder, die Haustiere benannt nach irgendwelchen, was man halt so in Kassetten gehört hat. Ich nehme jetzt Pink Prince. Das ist mir nämlich hier gerade so ein bisschen zu wenig. Und ja... Da haben wir uns aber ehrlich gesagt leider nicht ganz so gut drum gekümmert, sodass die dann irgendwann abgegeben wurden. Wir waren, glaube ich, auch einfach ein bisschen jung, ne? Und ja, dann gab es Fische. Das war natürlich dann so ein kleiner Downgrade. Nicht wirklich. Also ne, das, Fische sind tolle Tiere, aber war jetzt nicht so super spektakulär. Und die hat mein Bruder dann im Aquarium gehalten. Und da kamen dann auch irgendwann Schildkröten hinzu. Und das war dann der Punkt oder der Zeitpunkt, wo mein Vater dann auch, der übrigens damals bei der gleichen Firma gearbeitet hat, wo mein Freund jetzt mittlerweile auch arbeitet. Ziemlich witzig, ziemlich witzig. Mein Papa ist Papa geworden, als er bei der Firma war. Und mein Freund ist Papa geworden, als er bei der Firma war. Funny. Naja, auf jeden Fall, wo war ich? Ja, Schildkröten kamen dazu. Und dann hat mein Papa draußen einen Teich gebaut. Da kam er halt beruflich ganz gut dran, ne? Genauso wie wir jetzt auch. Auf jeden Fall, ja, gab es einen Teich und dann sind die Fische da erst reingekommen. So nach dem Motto, friss oder stirb. Und sie haben weitestgehend, glaube ich, überlebt. Und dann habe ich hier von Ofra jetzt den Pure Glow Finishing Powder. Ist aber tatsächlich eher ein Highlighter, ne? Genau, und dann haben wir uns auch überlegt, können wir die Schildkröten da auch reinpacken? Haben wir gemacht. War super. Also tatsächlich haben die sich da sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben die natürlich im Winter dann auch immer rausgenommen, beziehungsweise damals vielmehr meine Eltern, ne? Und die sind da riesengroß geworden. Wahnsinn. Also heutzutage, Schildkröten werden ja urmelalt, also quasi 30 Jahre später jetzt, im Prinzip ja nicht ganz, aber ne, ist die Schildkröte, die da drin ist, so groß. Und die heißt Dodo. Und die anderen sind leider nicht mehr. Ja, die sind irgendwann mal, dass die vielleicht sich einen Nistplatz gesucht haben und dann irgendwie irgendwo nicht mehr so... ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall haben sie nicht überlebt, weil sie den Teich verlassen haben. Das war nicht die beste Idee des Universums. Und wir hatten zwar so ein kleines Zäunchen da irgendwann drumherum gebaut, weil wir gemerkt haben, dass die ein oder andere Schildkröte auch gerne mal auf Wanderschaft geht. Aber die haben gelernt, weil die halt auch ganz schön groß mittlerweile waren, dass sie da einfach drüber gehen können oder sich gegebenenfalls drunter hergraben können. Also ganz schön schlaue Tiere. Dann habe ich hier von Be Perfect den Instructi Brow in der Farbe Ash Brown.
Augenbrauenstift. Jo, und auf jeden Fall waren immer irgendwie Tiere bei uns und irgendwann haben wir auch Hamster gehabt. Das hat sich wirklich lange durchgezogen. Also ich hatte dann auch sehr, sehr lange selber Hamster. Am Anfang nicht ganz so artgerecht gehalten, muss ich ehrlich sein, weil man sich als Kind halt auch nicht so sehr darüber informiert. Und ich glaube, dass meine Eltern das jetzt auch nicht so gemacht haben. Die haben sich gedacht, okay, haben die oder hat die oder ja, mein Bruder hatte damals auch ein Männchen, ich hatte ein Weibchen. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Auf jeden Fall hatte ich dann immer wieder auch Hamster und das zog sich dann auch komplett durch. Wie gesagt, bis wir dann auch hier in dieses Haus gezogen sind, da hatte ich dann auch meine letzten Hamster. Und die habe ich dann wirklich auch in Nagarien gehalten mit Sandbad und Hasse nicht gesehen. Also alles, was das Hamsterherz begehrt. Da hatte ich dann auch mal eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht, bevor ich hier Beauty-YouTube gemacht habe, dass ich Hamster-Content auf YouTube mache. Also das war eigentlich immer so meine Idee gewesen. Da gab es damals auch eine YouTuberin, die habe ich ganz, ganz viel geschaut. Und wegen ihr habe ich auch das Ganze so artgerecht umgestaltet tatsächlich. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie sie heißt. Das war auch eine ganz süße, die war auch, glaube ich, in meinem Alter damals. Und ja, also die hat meinen Hamstern sehr gut getan, weil dadurch haben die ein sehr artgerechtes und liebevolles Zuhause bekommen bei mir. Und für mich waren dann ab einem gewissen Altersgrad bei mir und ab einem gewissen Informationsgrad halt auch ein Hamster kein Kuscheltier mehr, was es niemals sein sollte, aber ne, wie es halt so ist im Kindesalter. Und dann hatte ich so diese, wie heißen diese, also es gibt extra Terrarien, die du zu Nagarien umgestalten kannst. Da habe ich mich auch durch diverse Hamster-Blogs und so immer durchgelesen. Und ja, dann gab es auch die Möglichkeit, dass man eine Vitrine von IKEA umbauen konnte. Und wir hatten genau diese Vitrine. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, ob ich die wohl dafür nehmen könnte. Er sagte, du hast ein Rad ab, aber mach mit. Und dann habe ich diese Vitrine so umgestaltet und das war so cool. Das Einzige, was man halt nicht mehr konnte, und das war sehr schade, war dann halt auch wirklich in Urlaub zu fahren. Ne? Weil so eine riesige Geschichte kannst du schlecht irgendwie dann mal eben so unterbringen. Das war schade, aber wir sind eh nicht so die Urlaubstypen gewesen. Die habe ich jetzt von Catrice, den Brow Styling Gel, den Super Glue. Der ist echt oft überall ausverkauft, weil der so gut ist. Ist echt krass, ne? Also wenn Catrice diese Megaprodukte rausbringt, muss man echt schnell sein, ansonsten kommt man da einfach nicht mehr dran. Ja, genau. Und wie gesagt, wir hatten dann den Teich mit den ganzen Fischen und mit den Schildkröten. Dann hatte ich meine Hamster auch immer. Mein Bruder hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Hamster. Der hatte einmal einen gehabt und dann war es das auch gewesen. Ich war da die ganze Zeit total hyped drauf und habe mir einfach immer wieder auch neue gekauft beziehungsweise auch aus schwieriger Haltung geholt oder wie auch immer. Da sollte man halt auch immer wieder darauf achten, dass man halt jetzt nicht Vermehrer unterstützt, ne? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das mit den Hamstern und so. Naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann auch Sammy. Und Sammy ist so unser Herzenshund, wirklich. Also der ist ja sowas von fest in unserer Familie. Wir sind ja eine Herde, haben wir gesagt. Also wir vier hier zu Hause. Und ich glaube, dass jeder, der hier ist, sich dann auch damit sehr wohl fühlt. Und ja, es ist immer mehr, dass Sammy und Julius sich auch annähern. Das ist echt schön zu sehen, muss ich sagen. Ne? Ja, als nächstes habe ich hier von BH Cosmetics die Saint-Tropez-Palette. Die bekommt ihr jetzt auch bei Purish. Und auch dort könnt ihr mit B-Day Cloudy sparen. Eine bunte Palette musste sein. Aber damit mache ich jetzt wahrscheinlich einen sehr klassischen Look für mich. Gut. Ja. Auf jeden Fall, wo war ich eigentlich stehen geblieben, eben bei meiner Kindheit? Man weiß es nicht. Hatten wir immer wieder Tiere. Und das fand ich einfach wichtig, dass man Kindern das auch zeigt, dass Tiere zum Leben dazugehören und dass man, also, dass man auch lernt als Kind, sich zu kümmern. Genau, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit auf den Weg geben möchte, dass man dem Kind oder den Kindern generell zeigt, dass es nicht nur für sich alleine verantwortlich dann ist, sondern halt auch so ein anderes kleines Lebewesen in irgendeiner Art und Weise zum Kümmern, zum Ernähren und so weiter hat. Und das war halt auch immer so meins, ne? Das habe ich auch immer gerne gemacht. Und es passte halt auch irgendwie so ein bisschen zu meinem Wesen, keine Ahnung. Also ich habe immer gerne mich um alles Mögliche gekümmert. Also um Menschen, um Tiere, um alles. Um meinen YouTube-Kanal, um, weiß ich nicht, aber da bin ich, einfach
ganz froh drüber, dass meine Eltern mir auch sehr früh schon viele Dinge mit an die Hand gegeben haben. Werte und Normen, das ist auch immer wichtig. Es war nicht alles perfekt, das ist klar, aber ich glaube auch, dass Schatzi und ich nicht alles perfekt machen werden. Muss ja auch nicht. Und ich bin meinen Eltern aber wirklich dankbar dafür, dass sie mich zu dem Menschen erzogen haben, der ich bin. Also da geht es jetzt ums Menschliche, Mahlzeit Sammy. Dass ich halt nicht so eine, ja, wie soll ich das denn sagen? Natürlich ist es so, dass ich gerne auf Qualität achte und gerne auch mal etwas teure Produkte mir zulege, sei es bei Kleidung oder bei Make-up oder so, ne? Aber ich habe auch gelernt, dass es durchaus qualitativ hochwertige und gute Produkte geben kann, die nicht so super teuer sind. Also meine Eltern haben uns zum Beispiel niemals in irgendwelche super teuren Klamotten oder so gesteckt. Was natürlich dann auch immer ein kleines Konfliktpotenzial bei uns zu Hause gegeben hat, natürlich. Weil alle hatten das in Anführungsstrichen, nur wir durften nicht oder ich durfte nicht. Meinem Bruder war das, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Und das fand ich dann halt echt blöd, vor allem, wenn man dann in der Schule diesen Druck hatte. Und da kommen wir nämlich jetzt auch noch zu. Also Grundschule war bei mir ein Traum, das war echt super. Ich hatte viele Freunde und hatte viel Spaß dabei, alles zu machen und zu tun. Ne? Das war echt toll. Und als ich dann auf die weiterführende Schule kam, wurde ja alles nicht mehr so schön und da gab es ja dieses ganze Thema mit Mobbing und so, das war echt unangenehm und da möchte ich einfach auch an jeden, mache ich glaube ich jedes Jahr, ne, wenn ich darüber rede, möchte ich an jeden appellieren, so ganz egal wie alt man ist, ne, ob jetzt in der Schule oder auch im Job, ist es immer wieder ein großes Thema, sich selber zu reflektieren, also dass man einfach dafür sorgt, dass man nicht mobbt. Also das ist einfach, das tut den Leuten so weh, wenn man das macht. Das verletzt die Leute das nachhaltig. Ne? Also ich habe da ja tatsächlich, und das ist echt crazy, immer noch dran zu knapsen, dass ich in der weiterführenden Schule von der 5. bis zur 8. Klasse gemobbt wurde. Und das ist immer noch ein Thema, was mich bis heute begleitet, dass ich immer noch nicht schaffe, diesen Selbstwert halt herzustellen und diese Selbstliebe und so, weil ich immer wieder hinterfrage, ob ich es wert bin und so. Und das kommt alles durchs Mobbing. Natürlich hat das auch noch die ein oder andere weitere Ursache. Also da gab es tatsächlich auch noch andere Situationen, die das bedingen? Die machen, dass ich halt in dem Sinne manchmal zweifle an Dingen. Und ja, da möchte ich einfach an alle an Reflexion appellieren, weil es ist einfach, du fühlst es manchmal einfach selber nicht, dass du gerade vielleicht in einer Situation bist, dass du jemanden unterdrückst, mobbst, ausschließt, schlecht behandelst oder sonst irgendwas. Aber die Person, die diese Dinge erfährt, die merkt das, die spürt das und die behält das für immer. Und ich möchte einfach nicht, dass unsere Gesellschaft so ist. Also sie ist es leider. Ich kann unsere Gesellschaft nicht verändern. Ne? Aber es ist leider an vielen Ecken ein Hauen und ein Stechen, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft sind. Und ich merke es immer mehr, dass immer mehr Leute halt auch mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben und sich immer mehr Gedanken machen, ob sie gut genug sind. Also ich mache das jeden Tag, ne? Dass ich mich frage, ob ich gut genug bin, ob ich alles richtig mache und so weiter. Ich kann aber nicht alles richtig machen. Das ist eigentlich vollkommener Blödsinn, mich damit zu beschäftigen, weil das ein Thema ist, was zu nichts führt, weil ich immer wieder, also das sind Hirngespinste, ne? Das ist einfach so. Und da hoffe ich einfach, dass diejenigen, die dieses Video schauen und vielleicht gerade in der Situation sind, dass sie aus Versehen jemandem etwas zuführen oder etwas antun, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt einfach mal, ne, ohne es zu merken, sich reflektieren und merken, hey, Moment, da läuft gerade irgendwas falsch, ich verhalte mich falsch und ich sollte mich gegebenenfalls anders verhalten der und der Person gegenüber und aus der Gruppe hinausstechen und die Person dann vielleicht eher in den Arm zu nehmen, als vor den Kopf zu stoßen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, das zu machen. Vor allem, wenn man dann ja auch oft Angst hat, wie die anderen in der Gruppe reagieren. Gruppenzwang ist ein Riesenthema. Vor allem, wenn ich drüber nachdenke. Als ich damals jugendlich war, war ich, also da gab es bei uns noch so viele unterschiedliche Charaktere. Ne? Bei uns gab es die Punks, die Mettler, die Hip-Hopper. Also es war wirklich alles sehr nach Musikrichtungen halt differenziert. Die Hollywood-Clique in Anführungsstrichen, also die Chicksen, die, also nicht jetzt
ne, so die hübschen Mädchen oder so, sondern da gehörten auch die Männer zu, die halt wirklich so Mainstream waren und immer so schick rumgelaufen haben und immer so Markenklamotten und so. Ja. Und ich habe dann später, als ich dann auch Gott sei Dank die Schule gewechselt habe, mich den Punks so zugehörig gefühlt und auch das ein oder andere Konzert besucht von tollen Bands, wie zum Beispiel der besten Band der Welt, die Ärzte, oder auch den Toten Hosen. Also ja, dann gab es bei uns halt etwas, das nennt sich Hyde Park. Das ist in der nächstgrößeren Stadt gewesen und ich konnte da halt immer mit dem Bus hin. Da war ich sehr häufig. Eigentlich war das eher so ein Treffpunkt für, ja, Leute, die halt Dinge konsumieren, die man nicht konsumieren sollte. Habe ich nie gemacht. Also ich habe schon, dass ich mir den Alkohol getrunken habe, aber ich habe nie etwas konsumiert, was verboten ist. So, ne? Einfach weil ich Angst hatte, quasi die Beherrschung über mich selbst zu verlieren. Und ich wollte immer selbst beherrscht sein. Ich glaube, das ist halt einfach ein sehr positiver Aspekt meiner kritischen Gedankengeschichte immer gewesen. Auf jeden Fall habe ich mich dort immer sehr gut aufgehoben gefühlt und da waren halt auch Leute, die mich akzeptiert haben, wie ich bin, die mich gemocht haben und mit denen ich einfach eine gute Zeit hatte und da bin ich den Leuten auch nach wie vor dankbar. Wenn die mich jetzt heute hier sehen, wie ich hier sitze und mich kunterbunt anmale, finden die das großartig, aber auch irgendwie witzig, ne? Weil sie mich halt auch einfach anders kennen. Ja, aber das ist schon crazy. Naja, auf jeden Fall hatte ich eine sehr interessante Jugend. Meine Kindheit war schön, ne? Das war halt wirklich so heile Welt und alles ist easy peasy lemon squeezy und alles ist rosa und ich möchte Prinzessin werden. Und als es dann in die Pubertät ging, in die weiterführende Schule, lief es bei mir leider gar nicht mehr so gut, ne? Also da, wie gesagt, kam das Mobbing mit hinzu und dass ich dann auch meinen Bruder als Bruder verloren habe, war halt auch nicht mehr so gut. Also da habe ich wirklich viele Schicksalsschläge für mich persönlich erlebt, sodass ich da einfach ja, mit der Realität des Lebens auch immer wieder konfrontiert wurde und dann auch sehr, da bin ich zu einem sehr nachdenklichen Typen geworden. Also auch tatsächlich, man glaubt es kaum, aber ich bin auch sehr ruhig und verschwiegen geworden. Also ich war nicht kommunikativ oder laut oder habe über meine Gefühle oder sonst irgendwas geredet. Ich habe einfach zu dem Zeitpunkt auch gedacht, naja, es interessiert halt auch irgendwo keinen. Ne? Also das war eine sehr traurige Zeit in meinem Leben. Und als ich dann die Schule gewechselt habe, eröffnete sich einfach für mich eine ganz andere Welt, Gott sei Dank. Und ich habe mich da auch sehr gut und aufgehoben gefühlt oder sehr gut aufgehoben gefühlt. Bin den Leuten auch sehr, sehr dankbar, die mich dort eben mit offenen Armen empfangen haben und mich in Anführungsstrichen Gesellschaft integriert haben, ne, wie soll ich das sagen, also die mich einfach leben lassen haben, genau, so, und die mich auch angenommen haben als der Mensch, der ich zu dem Zeitpunkt halt einfach war und ich möchte niemals sagen, dass ich ein total umgänglich einfacher Mensch war, aber ich würde mich jetzt nicht als, weiß ich nicht, kritisch oder so einstufen, ich war halt in der Pubertät, ich hatte auch so meine Launen, aber ich war jetzt nicht, weiß Gott, wie falsch oder schwierig oder sonst irgendwas. Aber ja, es gab Momente in meinem Leben, wo ich mich mit meinem Leben und in meinem Umfeld auch nicht mehr oder im Allgemeinen nicht mehr wohlgefühlt habe. Und da hatte ich dann, Gott sei Dank, mit meinem Umfeld, mit meiner damaligen Klasse und so halt auch Leute an meiner Seite, die mich aufgefangen haben und die solche Momente auch entdeckt haben. Während alle anderen weggeschaut haben, leider inklusive meiner Eltern, wurde dort hingeschaut und auch hinterfragt und mir wurde geholfen und dort fing auch das erste Mal an, dass ich dann auch mich mit sowas wie Psyche und so weiter beschäftigt habe, indem ich dann auch mal in eine Therapie gegangen bin und so. Also da wurden einfach viele, viele Dinge, die sich einfach angestaut hatten, aufgearbeitet auch. Ne? Dann verwende ich jetzt einen Eyeliner und zwar von Love X Oscar Atem, The Atem Eye. Dabei kann ich nicht so viel reden. Ja, und das war dann halt auch so ein bisschen, als ich die Schule gewechselt habe und sich einfach viele Dinge in meinem Leben auch verändert haben, der Zeitpunkt, wo ich mich als Mensch auch gefühlt habe und auch als Frau gefühlt habe. Und da bin ich dann natürlich total aufgeblüht.
habe es genossen, dass man einfach auch so was wie Freundschaften hatte, ne? Also Freunde in dem Sinne und dann halt auch später, dass man, ja, ne, Dating hatte, dass man als Mensch gesehen wurde. Tatsächlich habe ich dann auch in dem Zeitraum meine Erfahrungen auch gesammelt und das war auch gut so. Also muss ich wirklich sagen, ja, ne, also dass ich halt im Vorfeld so ein bisschen zurückhaltender war und dann in Anführungsstrichen Gas geben konnte, nee, habe ich ja auch nicht, ne, also ich habe es halt schon mit der Bremse gemacht, sodass ich in Anführungsstrichen nichts mache, was ich später mal bereuen würde. Und ja, also ich habe mich geliebt gefühlt und ich hatte natürlich auch meine Teenagerzeit, ne, sodass man da auch seine Höhen und Tiefen hat, ist klar. Also sowas wie Liebeskummer ist immer natürlich mit am Start, aber ich kann mich auch nicht davon frei sprechen, dass ich niemals Liebeskummer verursacht hätte. Ich muss aber gestehen, dass ich mehr Liebeskummer hatte, als dass ich Liebeskummer verursacht hätte. Ja, also das war schon heftig. Naja, auf jeden Fall habe ich in der Zeit auch, also ich war ja auch als Jugendgruppenleiterin aktiv und so, ne? Da hat man dann natürlich auch Zeltlager und so mitgemacht und es war schön. Es war echt eine schöne Zeit. Es waren ja einfach viele Menschen, die man kennengelernt hat, viele Erfahrungen, die gesammelt wurden und da habe ich dann auch so ein bisschen zu mir selbst finden können. Jetzt habe ich von Misauda die Big and Thick Lashes Mascara, eine ganz tolle Mascara tatsächlich. Ja, das ging dann halt, also für damals haben sich die Zeiten einfach viel länger angefühlt, als sie letztendlich dann waren. Ne? Denn als ich dann so, ja, 16 Jahre alt war und dann halt natürlich auch so die Phase hatte, wo man dann auch das ein oder andere mehr durfte, bin ich sesshaft geworden, denn ich habe da meinen Freund kennengelernt, mit dem ich ja immer noch zusammen bin. Und im Prinzip haben wir uns ja in der Schule kennengelernt, in der Raucherecke, aber ich hatte nicht so das allermeiste Interesse an ihm. Ich war da anderweitig eigentlich orientiert, also auch am anderen Ufer und so. Und auf jeden Fall war er dann da und er hatte das ein oder andere Herz von einer Freundin von mir gebrochen. Und dann wurde gesagt, Mensch Claudi, du bist doch dafür prädestiniert, dass du da jetzt irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, dem Mann den Riegel vorschieben könntest und ihm mal zeigst, dass er das nicht bei jeder Frau machen kann. Ja, easy peasy, das mache ich wohl. Und er war zu dem Zeitpunkt in dem Abi-Jahrgang, also in der Jahrgangsstufe 13, ich war in der Jahrgangsstufe 11. Und die Jahrgangsstufe 13 hat damals bei uns auf der Schule immer Abi-Partys gemacht. So einmal im Monat, ne? Und dann haben die Geld gesammelt eben mit dem Eintritt und den Getränken und so weiter und konnten dann später den Abiball damit ein Stück weit mitfinanzieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. So wird auch der Geschäftssinn von den Leuten geschärft und man lernt einfach auch zu dem Zeitpunkt, das habe ich dann ja auch 2 Jahre später mitgemacht, ne? So ein bisschen, ja, kaufmännische Sachen auch kennen, was man bei uns auf der Schule leider nämlich gar nicht gelernt hat. Auf jeden Fall, war ich dann auf einer Abi-Party im November und er war auch da und ich habe mich an ihn rangeschmissen und haben wir auch ein bisschen rumgeknutscht und so und ja, verarscht den Typ mal, genau. Lag dann aber nachher im Bett neben meiner Freundin und hab mir nur gedacht, scheiße, was war das denn? Der Typ ist ja gar nicht so furchtbar, wie alle immer sagen. Der ist ja voll nett, weil wir uns ja auch echt lange unterhalten haben, ne? Oh. Und hab dann aber gedacht, nee, Loyalität, ne, zu meiner Freundin und so, das kannst du nicht bringen. Und hab dann auch durchgezogen. Ja, aber dann hat Schatzi einfach die nächsten Tage so sehr auf den Putz gehauen, im Sinne von, er hat sich echt um mich bemüht, sodass ich dann einfach irgendwann nicht mehr konnte und gesagt habe, alto Belli, ich habe mich sowas von in den Kerl verliebt. Wahnsinn. Und habe dann zu ihm gesagt, so, ich glaube, wir können es mal versuchen. Dieser Versuch hält jetzt bald schon, nee, tatsächlich, wenn ihr das Video seht, 17,5 Jahre an. Läuft. Nice try. Naja. Und als Resultat davon haben wir schon eine wundervolle gemeinsame Zeit verbracht. Also unsere Beziehung wird dieses Jahr volljährig. Das ist echt krass, ne? Muss man sich einfach mal reinziehen. Aus einem nicht ganz so netten, aus einer nicht ganz so netten Idee ist dann einfach mal sowas entstanden. Das ist so wundervoll und ich jedes Mal, ne, mit Stolz schaue ich einfach zurück und denke mir, wow, wir haben das echt toll hingekriegt. Und
wäre all das Verrückte, was mir widerfahren ist in meinem Leben, nicht passiert, wären wir auch nicht ein Paar. Also hätten wir all das jetzt nicht, dann gäbe es Julius nicht, dann gäbe es das hier alles für mich so nicht. Also wer weiß, wie sich das alles für mich auch entwickelt hätte. Und deswegen bin ich da einfach sehr happy drüber, dass es manchmal das Schicksal gut mit einem meint. Und das wollte ich euch auch so ein Stück weit mit auf den Weg geben. Also ich habe wirklich schon Scheiße gefressen und das heißt aber nicht, dass du die ganze Zeit die Scheiße am Fuß hast. Die kannst du abwischen und dann kommt irgendwann Karma oder sonst irgendwas um die Ecke und sagt so, ja moin Claudinchen, ich habe jetzt hier noch so ein Stück vom Glück über, das serviere ich dir jetzt einfach mal, mach das Beste draus. So habe ich mich echt gefühlt damals. Oh, und so fühle ich mich immer wieder, weil es sind verrückte Dinge in meinem Leben passiert, die mich bis heute begleiten. Also ich bin ja nicht ohne Grund auch immer noch in Therapie, ist klar, ne? Und solche Momente zeigen mir aber einfach, also auch, dass wir ein wundervolles, gesundes Kind haben und so. Und dass wir Sammy haben, dass wir hier sind, dass ich euch habe. Und einfach hier mein Erfolg auf YouTube einfach auch so toll ist, so großartig und überhaupt nicht vorhersehbar, zeigt mir einfach, dass irgendwann irgendwer um die Ecke mal kommt und einem auch mal einfach das Glück gönnt. Jetzt habe ich von Nabla in der Farbe Nude Nummer 1 einen Close-Up Lip Shaper. Da habe ich schon die liebe Jenny mit angefixt. Ich finde den wirklich toll. Und darüber gebe ich mir von Ilia in der Farbe Only You das Warmy Gloss Tinted Lip Oil. Und vielleicht ist es das, was ich euch in diesem Video sagen wollte, man weiß es nicht, oder euch oder der ein oder anderen oder dem ein oder anderen mit auf den Weg geben konnte. Selbst wenn es gerade nicht so fein läuft und man sich einfach denkt, boah, ey, verdammte Naht, was ist das hier? Ich fühle mich gerade einfach überhaupt nicht mehr wohl und alles ist irgendwie gegen mich, jeder ist gegen mich. Irgendwann kommt es doch besser. Wirklich, glaub da dran. Und das funktioniert auch. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie so gurumäßig rüberkommen oder so, aber es ist tatsächlich so meine Erfahrung. Und ich habe wirklich viele, viele, viele hart negative Erfahrungen gemacht, die ich wirklich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünsche. Wirklich absolut. Also das ist so meine absolute Einstellung. Was ich erlebt habe, wünsche ich niemandem. Niemand soll das erleben. Sowohl mit dem Mobbing als auch den interfamiliären Problemen, die wir hatten und die Scheiße, die ich damit durchmachen musste, wünsche ich keinem. Ne? Das sind aber Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Kunterbunt mittlerweile und ja, irgendwie auch so ein bisschen durchgeknallt, aber ich finde, es ist okay und ich bin jetzt gerade auch in so einem Mut, dass ich sage, es ist okay, wie ich bin. Und das ist auch so, ne, fein. Und ich wünsche jedem einfach, vielleicht auch einfach mal so als Weisheit einer, wenn ihr das Video seht, 34-jährigen Frau, nach Regen kommt Sonnenschein, ist ein Scheißspruch, aber da steckt viel Wahrheit hinter. Genau. So, das war jetzt hier mein Schminki zum Geburtstag mit einer kleinen, sehr wilden Frisur, weil ich jetzt gerade meine Haare einfach nicht gekämmt habe. Ich habe sie einfach aus dem Zopf rausgemacht und so sieht das dann halt einfach bei mir aus. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass euch so ein bisschen das auch gefallen hat, hier einfach mal so ein bisschen einen kleinen Rückblick durch das Leben der Claudia zu machen. und ich hoffe, dass ich euch vielleicht den Tag damit auch ein bisschen versüßen konnte. Und ja, denkt auf jeden Fall dran, genau, bei Purish bis zum 31. Mai habe ich den Code B-Day Claudi. Damit bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Und jetzt würde ich einfach sagen, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!